Der DEANA-Stoff als solcher, selbst wenn ich sage, dass er keinen konkreten Bezug zu Görlitz hat, steht, glaube ich, in einer sehr langen Tradition. Es ist ein Archetyp, es ist gewissermaßen ja ein Märchenstoff, das ist in verschiedener Hinsicht schon in den Medien immer wieder thematisiert worden. Diana ist einfach eine Identifikationsfigur für Millionen von Menschen gewesen, nicht nur in der westlichen Welt, sondern weltweit. Natürlich vor allen Dingen durch die Medien, durch die Reisen. Die Geschichte einer Frau, die das Leben meines neuen Herrn verändern und beschließen sollte.